Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, ich hatte in der letzten Folge ja nach der Oberleitungsmod gefragt, beziehungsweise ich hatte hier eine gefunden und ich weiß gar nicht, wer es war. War es Marco? Ach, der es mir in die Kommentare geschrieben hat, weiß Bescheid. Die Mod habe ich installiert, jetzt auch verwendet. Ich kann jetzt bei den Gleisen einstellen, also erstens mit der Geschwindigkeit deutlich besser und wie weit die Masten auseinander entfernt sein sollen. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel 60 km/h, einmal mit 20 Meter Abstand zwischen den Oberleitungsmasten, 35 und 50 Metern. Ich bin jetzt hier überall auf 50 Meter gegangen, aus dem ganz einfachen Grund, Performance. Weil wenn ich hier alle 20 Meter, dann haben wir doppelt so viele Masten hier stehen, das muss alles nachher irgendwie gerendert werden und ihr kennt ja das Problem, ne? Je größer das Spiel wird, desto ruckeliger wird's. Deswegen habe ich mich hier für die großen Abstände entschieden. Das sieht ja auch ganz schick aus. Ne? Und ja, vielen, vielen Dank für die Mod. Und jo, würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Spiel. Ich habe ja hier im Offscreen ein bisschen weiter gebaut. Hier unten auch das alles ein bisschen schöner schon gemacht. Ein bisschen ausgespielt, Entschuldigung. Und ich hatte einmal unsere Züge geändert. Nur mal kleiner. Der aktuelle Ansturm nicht mehr ganz so groß ist. Ich habe da noch Geld wiederbekommen, weil die Züge billiger waren. Jo, jetzt haben wir noch 1,5 Millionen. Im Prinzip können wir da die Zeit schon mal auf volle Pulle laufen lassen, weil wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir ein bisschen Geld kriegen, beziehungsweise wir können ja auch einen Kredit aufnehmen, dass wir erstmal bis nach Bad Oeynhausen kommen. Na, also da müssen wir jetzt irgendwie sehen, dass wir da hinkommen. Und ja, wir haben hier auch noch unsere Güterlinie hier. Also sind wir unsere Güterstrecke. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Wir können mal gucken, wenn wir hier unsere. War das jetzt hier? Ne, das ist nur der Bahnhof. Wo waren denn diese Blöcke? Waren die unter Assets? Habe ich die überhaupt schon drin? S-Bahn. Oh ja. Stadtbahn. Simple Straight. Ja, dass man jetzt hier mit den Dingern sozusagen weiterbaut. Höhe ist okay. Straight-Länge. Können wir hier sogar auf 100 Meter gehen. Bögenbreite. Breite Bögen meinetwegen. Die Straße kann dann meinetwegen auch bleiben. Können wir auch zumachen. Beton. Ach, lassen wir sie mal offen. Also auf die Gleise aufpassen, dass wir hier andere Gleise rauf machen. Dann kommt das nämlich auch hin. Oberleitung ja. Straßenbahngleise nein. Straßentyp Medium. Da kommen wir jetzt. Das ist interessant, dass wir das nicht anschließen können. Das ist ja sehr interessant. Da gibt es diese Mod und du kommst da nicht ran, oder was? Ist der hier? Oh, hier haben wir sogar noch Weichen drin, ne? Simple Bridge. Die Bridge hätten wir, würde schon eher rankommen. Aber da müssen wir irgendwie ein Stück mal kurz weiterhelfen. Dann nehmen wir einfach mal 80 km/h, 50 Meter. So, nee, zack, das weg. So. Und einmal bitte in der Höhe bleiben hier. Wo ist es denn jetzt gerade? Wo ist es gerade? Na, die laufen hier ganz schön eng zusammen an der einen Stelle. Das ist, glaube ich, das Problem. So, haben wir jetzt hier. Das passt. Guck mal, jetzt können wir hier sogar noch. Sind wir dabei eh ganz schön hoch. Da geht es jetzt eh hier gleich rein. Lass uns das mal wann anders bauen. Also die Straße hier kann weg.
Nein. Können wir hier einfach mal so ein Stück hinsetzen. Und da ist natürlich schade, dass man da jetzt nicht, dass man da nicht so direkt drauf kommt. Also, das ist echt schade, weil das ist ja irgendwie ein kleines Update wert, würde ich mal sagen, ne? Aber jetzt haben wir halt hier diese Lücke. Nicht so schön. Die Dinger können wir hier auch nicht ransetzen, weil die eine Kollision dann haben. Kann man eine Kollision aufstellen? Nee. Na gut, da muss ich mal gucken. Wäre natürlich schön, wenn das besser funktionieren würde. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Hier ist jetzt ein Berg. Ein Berg. Und mit einem Berg haben wir so unsere Probleme. Wir haben jetzt sowieso noch 900.000. Ach, scheiße, ich bin noch im Sandkastenmodus. Ups. Kann ich doch, kann ich. Ah, Kredit aufnehmen hier. Da muss ich dann mal raus aus dem Sandbox-Mode. 120 km/h. Ja, seht ihr, da geht es dann schon nach oben. Das ist in Ordnung. Ist nur die Frage, gehen wir jetzt hier mit unserer Güterlinie wieder drauf? Wo wollen wir mit unseren Gütern überhaupt hin? Ich würde eher mal sagen, die lassen wir einfach erstmal bis hier. Da geht es erstmal noch nicht weiter. Und wir führen jetzt aber hier unsere Linie weiter nach Bad Oeynhausen. So, sieht der jetzt aber auch richtig schön große. Gut, hier in den Kurven sollte man vielleicht auf 35 Meter gehen, ne? Okay, ja gut, das ist, ja, die Mod ist neu, da muss auch ich das noch lernen. Jetzt hat er das hier in der Mitte gepackt. Ach, ich habe Station genommen. Ups. So, so sieht das schon deutlich besser aus. Gut, also in Kurven 35 auf geraden Strecken können wir ruhig 50 nehmen. Leuchtet hier auch irgendwie ein. Ja, ihr kriegt eure Straße da jetzt schon wieder. Oh. Mal gucken, wie wir das mit der Straße da jetzt machen. Straße. Sieht halt irgendwie. So. Ja, wie gesagt, mir fehlen immer noch so ein paar Mods. Ich habe noch nicht alle aktiviert. So, aber so kann es jetzt hier über die Straße gehen. Das ist jetzt nicht das Problem, das geht. Da haben wir noch kein Häuschen. Da ein Häuschen. Ne, guck mal, wie denken wir hier. Irgendwelche Oberleitungsmasten. Nee, mir fehlt echt noch. Ja, mir fehlen noch ganz viele Maps, Mods. So, warte mal. Jetzt können wir die mal gerade hier. So. Dann geht das hier schön mit. Schön mit Feldweg weiter. Zack. So. Wir können die Autos dann ein bisschen schneller fahren. Das kostet mich der Spaß denn eigentlich, das alles so abzugraden. Wenn das erträglich ist. 41.000. Kann man machen. 85.000.
Also könnt ihr da auf jeden Fall schon mal schneller düsen. Zwar viele Kurven da drinnen, aber egal. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken. In Bad Oeynhausen, wo wir hier unseren Bahnhof hinsetzen. Beziehungsweise was wir für einen Bahnhof setzen. Man könnte natürlich hier nachher auch noch so eine Ringlinie machen. Hier können wir noch eine Stadt hinsetzen. Wenn man hier so rumkommt und in der Mitte hat man auch nochmal so einen Abzweig direkt halt nach Bad Oeynhausen und nach Bad Bosen runter, ne? Oder die Linie führen wir weiter bis nach Ersfeld. Ersfeld wird erstmal Löhne. Löhne. So, und da ist Potter Westfalica, Bad Oeynhausen, Löhne. Müsste da. Rinteln. Rinteln, nochmal Rinteln. Ach komm. Ist ja egal. So. Und hier hinten kann eigentlich noch eine Stadt hin. Kann man hinsetzen. Eine mittlere. Große. Eine große. So, kommt da noch eine große hin. Das ist dann. Oh, fuck. Das war jetzt schlecht. Okay. 16 Millionen haben wir jetzt. Gut, dass wir jetzt hier gerade noch die Mod haben. Eine muss wieder weg. Beziehungsweise beide müssen weg und eine neue setzen. Na, das war jetzt nicht so clever. 16 Millionen. So. Aber unser Geld haben wir wieder. Das ist jetzt eine große Stadt hier. Okay. Dann ist das Floto. Oder nur Paderborn. Ach, komm, wir nehmen. Bielefeld. Bielefeld. So, alles klar. Perfekt. Haben wir das auch. Ja, jetzt ist die Frage, was kommt hier für ein Bahnhof rein? Wir haben ja hier diesen wunderschönen Bahnhof von. Es wurden sich auch kleinere Bahnhöfe gewünscht. Die werden auch kommen. Den Hamburger. Das kostet mich 500.000. Der passt ja aber eigentlich gar nicht so wirklich rein, ne? Je nachdem, wie wir mit unserer Linie nachher hier mal fahren wollen. Naja, der passt hier nicht so wirklich hin. Hier passt irgendwie so ein kleiner hin. Sowas. Ja, nehmen wir hier mal drei Gleise. Drei Gleise 320 Meter. Ah, da sind aber kleine Gebäude hier, meine Fresse. War dann was anderes. So was hier. Overpass groß. Ja. Das dritte Gleis nur auf der falschen Seite eigentlich. Naja, nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. So, wenn wir den jetzt hier so hinsetzen, können den hinsetzen, dass er mitten durch die Stadt läuft. Können den auch hier ransetzen. Ja, warum nicht? So. Da müssen wir jetzt einmal mit dem Terraforming-Tool rübergehen, dass wir das hier mal gerade eben machen. Ja. Und zwar haben wir nämlich hier gleich einen Kauderwelsch. Das wollen wir ja nicht. So, 320 Meter. Mal gucken, das könnten wir dann eventuell nochmal ein Stück verlängern. So. Unterschied, das passt. Das ist natürlich die Frage. Gleise. Hier machen wir dann erstmal nur 60. 60. 50 Meter. So. Mach hier mal gerade so raus. So. Hahaha.
Ja, nee, alles klar. Die Schienen sind doch alle gleich hoch, ne? Nein, sind sie auch nicht. Oh Gott. Jetzt ist aber... Jetzt verbrennen wir gerade Geld. Jetzt verbrennen wir gerade Geld. So, nochmal. So. Du bleibst bitte auf der Ebene. So. Ja. Okay, geh damit rauf. So. Sind hier natürlich jetzt ein bisschen höher. Zack. Da. Hallo. So. Dann müssen wir mal gerade... Das kostet natürlich immer sehr viel Geld. So. Mal gerade angleichen. So, jetzt geht das hier relativ flach rüber. Kann die KI da gerne weiterbauen. Perfekt. So. Und dann können wir die Straße hier. Kollision. So. 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 Können hier noch überall Häuser hin. Perfekt. Da kann es dann durchgehen Richtung Löhne und hier hinten, wie gesagt, ne? Das kommt dann irgendwann mal. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir kommen da mit unserer Schiene. Fahren wir hier lang durch den Berg? Oder kommen wir von hier hinten? Wir haben ja nun jetzt hier das Gleis schon gesetzt. So, mal gucken. Wenn wir jetzt hier weitergehen. Mit 120, aber 120, 35. Da könnten wir hier auch nochmal durch die Stadt durch. Das finde ich persönlich immer ganz schick. Ja, außer es gibt natürlich solche hässlichen... solche hässlichen Übergänge dann. Nee. Puh. Eigentlich auch nicht so wirklich, ne? Hier unten können wir nicht. Nee, keine Chance. Und wenn wir hier... Hier geht's. Müssen wir da hinten lang. Nur so. Na, passt doch. Wenn wir jetzt auf 20 Meter gehen, haben wir halt noch mehr. Dann wird die Kurve vielleicht besser, aber 35, da tut's da auch. So. Na, zack. Zack. So. Jetzt könnten wir gucken, wenn wir jetzt hier noch gerade ziehen. 120. So. Zack. War hier. Noch einen Bahnübergang hinsetzen. Und das hier müssen wir. Terraforming ist halt immer so teuer, ne? Zack. Wir könnten jetzt diese Straße hier quasi einfach nochmal so weiterziehen. So. Und dann könnte man und hier quasi auch nochmal runter. Die müssen jetzt mal gerade ein bisschen noch ein Stück weiterziehen. Oh Gott. Geben wir viel Kohle aus. Aber unsere Linie macht Plus. Das ist das A und O. Das ist das A und O. So.
mal ein bisschen geschwungener machen hier. Ja, meinetwegen so. So. Und dann kann man. Nee. Bisschen mehr Abstand müssen wir da schon lassen. Dass dann da auch Häuser hinpassen. Da sollten dann genug Häuser eigentlich reinpassen für die Stadt. Zack. Zack. So. Ja, aber mit so einer leichten Welle, das ist kein Problem. Ah. Nö, das geht. Das ist alles in Ordnung. So. Jetzt müssen wir natürlich nochmal gleich wieder über die Schiene rüber, über die Straße rüber. Wir müssen sehen, dass wir da hinten hinkommen. 9 Millionen haben wir noch. Gehen wir schon mal in diese Richtung. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gehen wir auf. Wo werden wir wieder zweigleisig? Wenn wir jetzt hier noch einen nebenkriegen. Wie sieht das aus? Hier sieht es gut aus. Hier sieht es auf der Seite schon wieder nicht so schön aus. Und auf die Innenseite. Dann passt das noch. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Da werden wir hier zweigleisig. So. So. Und dann gehen wir da. Gehen wir da drauf. Zack. Boom. Perfekt. So. Jetzt haben wir hier hinten unser Gleis. Wenn wir jetzt einfach mal stumpf uns hier ranbinden, kostet das 1 Million. Aber es ist eigentlich die beste Lösung, ne? Ist eigentlich die beste Lösung. Machen wir das auch so. Zack. Bumm. Daran. So. Meine Freunde, dann können wir jetzt eigentlich hier noch ein paar Signale hinsetzen. Das gefällt mir hier irgendwie überhaupt nicht. Vielleicht kommt das nochmal weg da. Das ist irgendwie nicht so schön, ne? Zack. 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 So, hier ein Tunnel nochmal. Zack. So, und dann. Naja, ist eigentlich im Prinzip. Dahin, ne? Da können wir jetzt die Linie bei Bosen weiterführen. Dahin. Und wieder zurück. Jo. Perfekt. Wir natürlich sehen, dass die Züge sich dann hier irgendwie gleich mal aufteilen. Weil unsere Folge schon bei 23 Minuten, das ist okay. Den halten wir jetzt gleich einfach mal an hier. Also ich glaube, wir machen immer noch gut Geld. Zack, halten wir den mal gerade an. Und bei ihm warten wir jetzt mal gerade, bis er da hinten dann angekommen ist. Wie sieht das jetzt hier mit dem Bahnhof aus? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum machen die das? Können wir lösen. Welche brauchen wir nicht mehr? Ah ja. Nur genau verkehrt rum. So, das können wir vielleicht tauschen, wenn wir hier die Gleise tauschen, ne? Porto Falica dann auf Gleis 1 und hier auf Gleis 2. So. Perfekt. Ja. So läuft's. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Zug da ist. So. Und dann haben wir
Port of Westfalica gleich auch angeschlossen. Ne, was ist das jetzt hier? Bad Oeynhausen? Bad Oeynhausen, genau. Ja. So, perfekt. Wir könnten jetzt hier noch ein innerstädtisches System hier einführen. Dann können wir uns einmal gerade noch bis zum Tunnel fahren, wir mal mit. Gucken wir uns das einmal an. Ein bisschen höher hier, so. Ja, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Über ein Like und vor allen Dingen ein Abo würde ich mich sehr freuen. Oh, hier haben wir noch die falschen Oberleitungen auf dem Stück. Wollen wir noch tauschen. Oh, wenn das hier alles mit Häusern dann voll ist, ist das doch, glaube ich, gar nicht so schlecht. So eine kleine Nebenbahn. Mal sehen, wie viele Leute wir nachher transportieren. Vielleicht muss er noch einen dritten Zug dann haben. Müssen wir dann mal schauen. So, und ab geht's in den Tunnel. Gut, meine Freunde, bis dahin, haut rein, tschüss.